Ich sehe, dass Häkkinen gecrashed hat. Hier kommt's. Übermütig. Eingang Lecomte. Oh. Hätte er da nicht die Bremse aufmachen können, die vielleicht links... Nein, ich glaube, hätte die Lücke nicht getroffen. Da ist er sauer, gestikuliert da wild mit den Streckenposten. Setzt sich auch hin. Hier nochmal die Wiederholung. Häkkinen hat sich da wehgetan. Ich darf Ihnen das auf dem Verfolgerfeld kommentieren. Ich glaube, ihr müsst da... Oh, ist da die Hinterrad? Hat er ein Rad verloren? Richtig, ja, da ist ein Rad abgebrochen. Abbruch, Mika Häkkinen muss versorgt werden. Das mit Aufhängung, ja, alles. Vollkommener Abriss der Aufhängung. Also mir scheint da eine Halbwelle gebrochen zu sein und hat das Rad, also die Aufhängung, abgeschlagen. Das könnte eine Erklärung sein, dass das Ding voll wegfliegt. Also Mika Häkkinen und diese Aufhängungsbrüche oder Reifenplatzer, da kommen natürlich sofort diese üblen Gedanken. Adelaide 95 wieder hoch, da ist er auch mit Highspeed abgeflogen. Kommt jetzt hier nochmal, achten Sie drauf, hinten rechts. Das ist das Anbremsen und dann bricht einfach die Aufhängung. Warum sie gebrochen ist, das ist natürlich schwer zu erkennen. Aber sie bricht beim Anbremsen einfach ab. Auf der Bodenwelle bricht die Aufhängung hinten weg. Da ist man hilflos als Passagier. Ist das? Das ist ein Horror-Feeling, weil der Fahrer dann einfach nur noch drin sitzen kann, auf die Bremse stehen. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Bremse nicht gelöst hat, wie du das geglaubt hast, dass es möglich gewesen wäre. Weil wenn man da ankommt, auf drei Rädern, dann kann man nur mit den restlichen Rädern versuchen, die Geschwindigkeit wegzunehmen.